Herzlich willkommen, Leute, beim Einjahres-Special von diesem Kanal, Mr. Sasuke 63. Genau vor einem Jahr habe ich mein allererstes Let's Play hochgeladen, und zwar Mario und Luigi Superstar Saga, den ersten Part. Und ich bin nicht allein, denn ich habe noch einen Gast mit dabei. Hallo, ich bin der Kolex. Ja, der Kolex XX. Besser bekannt unter Abdulé, also halt wegen Minecraft und so. Aus Minecraft, ja. Genau. Gut, und was werden wir euch heute zeigen? Und zwar folgendes, die 10 epischsten Momente aus einem Jahr Let's Plays von mir. Mhm. Und ja. Bei ein paar ist sogar Abdul dabei. Kaum zu glauben, aber es ist so. Ja, das ist so kaum zu glauben, aber es hat ein paar epische Momente in Minecraft gegeben. Ja? Ja, das stimmt. was wollte ich sagen? Gut, und wir haben uns das so vorgestellt, dass wir euch die verschiedenen Clips zeigen. Also, ja, eigentlich hatte ich so vorgesehen, dass, ja, dass ihr ein paar Vorschläge bringt, aber da es leider keine gab, habe ich mir sie einfach selber zusammengesucht. Mithilfe besser von gesagt, ich und du. Ja, das wollte so ich gerade sagen. So beiläufig. Mithilfe von Abdul. Ja, aber das ist natürlich ein bisschen schwierig, so seine eigenen Videos zu beurteilen, ob es jetzt episch waren oder nicht episch. Weil meistens bei einem großen Let's Player, wenn der das machen würde, würden ja die meisten Abonnenten so schreiben, boah, das war so voll der epischste Moment und so. Und da das halt bei 100, was sind es, 13 Abonnenten dann nicht so gut klappt, habe ich und Mr. Sasuke mich dran gesetzt und da so die Top 10 rausgesucht. Ja, und ja, wie bereits vorhin erwähnt oder auch nicht, was auch immer, werden wir jeden Clip so ein klein bisschen mitkommentieren und unsere Eindrücke schildern. Vielleicht kann ich euch auch sagen, wieso ich das überhaupt gemacht habe, zum Teil. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß. Ja, viel Spaß. Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Together Minecraft. Wolkenloser Himmel, stehen wir vor unserer Hütte. Naja. Schöne Kakteen, fliegender Herobrine. What the fuck? Fliegender Herobrine? Juhu, yay! Er kann sprechen, ich habe einen Namen. Naja, vielleicht habe ich einen Namen. Okay, warte, dreht euch mal um, ja, warte. Ich sehe dich. Dreh dich um. Ja. Umdrehen. Let's Play Together Minecraft Part 06. Herobrine erscheint. Ja, das. Die Idee stammt von The Colex XX. Wenn ich das so mal sagen darf. Und. Ja, erzähl mal ein bisschen, wie bist du darauf gekommen? Ja, also, das war so. Ich habe eine Zeit lang, also so lang Let's Play Markus noch Minecraft Let's Play hatte, habe ich sein Let's Play verfolgt. Und glaube, so bei Part 7 oder so hat der urplötzlich Herobrine in seinem Spiel drin. Was ja ein Riesenzufall ist. Und ich glaube also auch an Herobrine so. Aber ich glaube nicht, dass irgendwie so der Geist ist von dem und dem, von Notch's Blut und so. Sondern einfach, dass Notch irgendwie sowas reinprogrammiert hat. Und just for the lulz. Genau. Und dann bin ich dem ein bisschen auf den Grund gegangen, was ist Herobrine und so, und ein paar Videos geschaut über Herobrine, und dann ist mir einfach mal eine Idee gekommen als Anfang, da ich den Names Changer drin habe in Minecraft, und wenn ich offline spiele und die gecrackte Startseite von Minecraft nehme, kann ich nur den Namen eingeben und dann wechselt das so quasi direkt auf diesen Charakter. Und dadurch konnte ich auch Herobrine spielen. Und ja, dann dachte ich einfach mal so als lustiger Anfang, so ein bisschen Herobrine gegeister, so quasi. Mhm. In dem Part war auch Mr. Werk dort. Der sollte öfter mal kommen. Ja.
Ja. Ja, doch, der kommt öfters. Der kommt wieder, keine Sorge. Irgendwann mal. Ja! Endlich! Yes! Ach du Scheiße! Oh Gott! War das eine Qual? Shit! Leute, bitte! Das Rätsel ist so scheiße, echt. Och man, ich glaube, Nintendo hat das Wort Frustfaktor erfunden. Also, dieses nächste Video ist ein Part von Mario und Luigi Superstar Saga, nämlich Part 52. Und ich sage nur dazu: Ausrufs des Glücks von Mr. Sasuke. Ja. Also, sag mal, wie es dazu kam. Also am Anfang war es so, man hat es auch in der Aufnahme gesehen, ich habe mich richtig, richtig schwer getan mit dem. Und da dachte ich mir, ersparst du dir das für die Abonnenten, machst das mal schnell offscreen und Gott, hat das lang gedauert. Also, das war echt schlimm. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht bin ich zu unfähig. Vielleicht ist das Rätsel einfach nur bescheuert. Vielleicht kann ich Jump'n'Runs nicht ausstehen. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle. Kein Witz. Das hat mich über 15 Minuten meiner Lebenszeit gekostet, nur den Müll da hinzukriegen. Und ich bin froh, dass ich es hinter mir Okay. habe. Also, wo ich den Part geschaut habe, ich hatte so gedacht, what the fuck? Was? Und wegen was überhaupt machte der gerade? Einfach so ein riesen Freudenausruf und so oben eine Nachricht eingeblendet, so. Okay. Ja, damit meine Abonnenten so ein kleines Verständnis haben, was da gerade eben vorgegangen ist. Jo. Ach, die weiten Welten und ihre Lüfte. Schöner Satz, nicht? Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play meinerseits her, und zwar Minecraft. Und ich bin hier ganz alleine auf einem Baum. Schön alleine. Oh mein Gott, ein Creeper! Hi. Boom! Und ja, nein, das wird ein Let's Play Together, und zwar mit Colix XX. Der Colix XXX. Oh yeah. Ja. Und er ist ein Creeper, wie man deutlich sehen kann. Ein Creeper Agent. Ja, so in etwa. Also, Let's Play Together Minecraft Part 01. Der Beginn eines einerseits epischen, einerseits voll mit Wut getränkten und einerseits mit ziemlich eines ziemlich leidenschaftlichen Let's Plays. Minecraft eben. Und am Anfang sieht man ja, wie ein Creeper-Agent raufkommt. Wie zum Teufel bist du auf diese Idee gekommen? Ich habe keine Ahnung. Sehr Ich weiß nur, informativ. kurz bevor dieses Let's Play anfing, habe ich mir Minecraft gekauft. Und da habe ich einfach mal so im Internet durch Let's Plays anschauen, sonstiges und Skins durchforschen, einfach irgendwie gefunden, ein Creeper Agent ist irgendwie lustig. Und der Anfang hat sich dann einfach darüber ergeben, irgendwas Spezielles zu machen. Und ja, das kam raus. Und ja, der erste Part war, glaube ich, der erste lange Part von dir, Mr. Sasuke, oder? Ja. Ging, glaube ich, fast eine Stunde oder so. Nein, eine halbe Stunde ging der erste. Ja, genau. Aber für uns war das sicherlich eineinhalb Stunden Arbeit schlussendlich, weil da der Unterbruch, da ein Unterbruch und da ein Unterbruch. 20 Mal geschnitten, mindestens. Ja, können wir leider nichts dafür, weil aller Anfang ist schwer. Niemand wusste natürlich, dass wir so lange aufnehmen, so anfangs.
Und wir wollten einfach ein Minecraft Let's Playen. Einfach so, just for fun, und das hat sich daraus ergeben. Einfach und mal was Neues, ja. Ja, also, ich find's ein sehr epischer Anfang mit ich, also Abdul, komm rauf und so, wow. Und Sasuke ist so voll, oh mein Gott, was ist das denn? Genau. Ja, was ich ein bisschen schade finde, diese Map, musste ich so quasi löschen, weil irgendwas daran nicht mehr stimmt. Oder besser gesagt gestimmt hat, weil diese Gegend war eine Waldgegend und die hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, aber ja. Na, was soll man machen? Vor allem die Höhle war toll. So unter allem einfach direkt die Höhle und das Zombie-Gestöhne. Naja, man kann halt nicht alles machen. Man kann nicht alles haben, ja. Ja. Aber es ist trotzdem, bis jetzt, wie viele Stunden sind das sicher? Sicherlich schon 7-8 Stunden Arbeit wurde reingesteckt und es macht immer noch Spaß. Und es kommt noch mehr, glaub mir. Ja, ja, das kommt. Nimm das! Und zwar richtig! Ich kann's vertragen. Ich kann alles einstecken, was du austeilst, Bats. Du kannst mich nicht besiegen. Ich werde gewinnen. Bereit zur nächsten Runde? Immer. Was? Ich werde dich niemals gewinnen lassen. Niemals! Yes, Big Bang! Junge, Junge, Junge. So, das nächste Video ist von Batman. Ein sehr spezielles Video, ging etwa 40 Minuten und es ist nämlich das Finale. Ja, meine Meinung dazu ist, der elektrisierte Joker und ihm wird voll die Fresse poliert. Ja. Wie fandest du das Finale, so die Eindrücke des Protagonisten? Also, es war nicht schlecht. Es war wirklich nicht schlecht. Also, es war ja so arenamäßig aufgebaut, deshalb viele Gegnerwellen kamen, die man zuerst fertig machen musste, bevor man Joker hier in den Abgrund ziehen konnte und ihn dann noch eine verpassen konnte. Also, für mich war der Endfight so ein klein bisschen Abwechslungsmangel. Also, im Grunde war es nur Gegner verprügeln, Joker runterhauen, ihn eine verpassen. Und das, also was ich vor allem dazu sagen möchte, ist, anscheinend macht ja diese Flüssigkeit oder was es ist, einen unsterblich. Mhm. Ich sag nur so viel zu unsterblich. Es ist Batman, ja. Das musst du auch bedenken. Batman kann alles, nur wenn er es will. Ja, obwohl Joker stirbt ja nicht wirklich. Das ist ja eher dazu so das Unbesiegbarkeitszeug oder so. Ja, also Batman ist auch eher der Typ, der bringt keine Leute um, er bricht ihnen nur alle Arme und Beine. Ja, manchmal auf ziemlich brutale Art und Weise. Armer Joker, ich habe irgendwie Mitleid mit dem. So, One-Up-Pills hier. Sehr gut. Sein Herz ist gerade offen, ich muss zuschlagen. Jetzt oder nie. Sein Herz steht. Yes! Peace! Nimm das! Na, was? Warum mein Körper? Fressschaden! Boom! Boom, Bitch!
Oh Gott, das ist nicht wahr. Ich ausgerechnet, besiegt von zwei popeligen Klempnern, die viel mehr drauf haben als du. Das epische Finale von Mario und Luigi Superstar Saga, meinem allerersten Projekt, mit viel Geduld, vielen schönen Momenten und auch ab und zu ein paar Aufschreien. Wie fandest du denn den, meiner Meinung nach, etwas zu lang geratenen Bossfight? Ja, also ich sag dazu, ich habe das Let's Play von dir verfolgt, vielleicht so mal 2-3 Parts ausgelassen oder so, aber den Bossfight habe ich schon bei jemand anderem mal gesehen, was mich einfach runtergenommen hat, und bei dir habe ich ihn dann gesehen und ich sage selbst Respekt, dass du so lange durchgehalten hast ohne Save States. Und was mich aber immer noch Wunder nimmt, der Luke Miller, heißt der Boss, oder? Mhm. Hat ja eine Blitzhand und eine Feuerhand. Und du hattest Riesenprobleme mit dem Feuer. Warum hast du nicht von Anfang an mit einem Spezialangriff die Feuerhand schon mal zerstört? Ja, zum Teil habe ich das ja auch wirklich gemacht, aber zum Teil habe ich mir gedacht, das Herz, das wiederbelebt ja alles und das nützt mir fast gar nichts. Und da habe ich mir auf Dauer halb gedacht, gehe ich lieber aufs Herz, dann ist der Bosskampf schnell vorbei. Und man hat gesehen, das war wohl nicht so. Nein, das war eindeutig nicht so. Ich glaube, der geht immer ins nächste Areal, wenn er diese Geräusche von sich gibt. Speicherpunkt. Oh Gott, das gefällt mir nicht. Ich hau ab! Ich hau wirklich ab! Nein, Leute, ich werde nicht nach hinten gucken, das ist mir ein bisschen zu... krass. So, das nächste Video ist mal wieder von Batman. Ja, es gab ein paar epische Momente in diesem Let's Play. Und es ist Part 34, Killer Croc. Ich sag nur schon mal die große Einsicht. Und meine Frage an dich: Warum bist du abgehauen wie ein kleines Mädchen? Sehr schwierige Frage. Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Nein. Nee, ich muss mich wohl der Frage stellen. Ganz einfach. Im Vorfilm hat man ja eigentlich schon gesehen, wie Batman seinen Batarang benutzt hat gegen das Vieh. Und keine Ahnung, ich habe das irgendwie nicht wahrgenommen, dass ich das wirklich machen konnte gegen das Vieh. Und dann ist das so auf mich losgegangen und habe nur gedacht, Gott, ich muss hier ganz schnell weg. Papi! Ja, meine Mutter hat mich gerufen, deswegen musste ich sofort los. Sagt man dann so. Ja. Also ich fand das so genial, so, Scheiße, warum schaffe ich das nicht? Tipp, schieße mit dem Batarang sein Halsband ab. Oh. Ja, man hat wohl schon gemerkt, dass mir dann das erst richtig wahr geworden ist, dass ich da wirklich was dagegen machen kann, mich gegen den Typ wehren kann. Boah, das hätte ich niemals gedacht. Also was ich genial fand, du bist einfach vom ersten Checkpoint aus bis wieder komplett zurück an Anfang gerannt. Obwohl du es ja wahrscheinlich nur irgendwie so 200 Meter sprinten musstest. Ja. Was soll man machen? Angst verleiht Flügel. Scheiß drauf. Wir schaffen es trotzdem. Hoffentlich noch in 20 Sekunden, du Scheiß Arschgesicht. Kannst nicht einmal aus dem Weg gehen, oder? Nicht einmal.
siehst einen entgegenkommen und du fährst voll in ihn rein. Super logisch. Ach, super. Ja. So. Mann. Das nächste Video ist mal eins von TDU. Nicht das letzte in diesem Video. Ja, ich sag nur Hell of Fame, der Enrage Part. ich hab mir dieses Video angesehen. Erst ein paar Sekunden, erster Ausraster. 30 Sekunden beruhigt er sich. Eine Minute Ausraster. Und so ging es ungefähr das ganze Video lang weiter. Warum musst du genau bei solchen Sachen so ausrasten? Frag mich nicht. Ich glaube, ich bin einfach so eine Natur. Der ist im Innern so ein kleiner Barbare. Also wenn's mir bis oben steht, dann lasse ich alles raus. Wirklich. Dann muss es raus. Okay. Und ich war recht lange an der Stelle dran und dann sowas. Okay, Sicherungen sind mir vielleicht nicht gerade durchgebrannt. Das wäre ein bisschen übertrieben, aber genervt, aufgeregt, wütend, das war ich alles zugleich. Und da habe ich mir gedacht, ist mir jetzt sowas von scheißegal. Ich sag jetzt meine Meinung zu der Situation. Da gab's so eine Sache zwischen uns. Ja. Wir kennen uns ja persönlich. Und wo ich den Park gesehen habe, habe ich ihn immer so ein bisschen genervt, so diese Minute, nächste Ausraste und so. Und dann haben wir abgemacht, nächster Part, kommen weniger als 10 Schimpfwörter vor und du bekommst von mir 5 Franken. Und er hat es geschafft. Kaum zu glauben, aber ich habe es wirklich geschafft. Er hat es geschafft. Ich kann nicht nach unten graben, weil du da bist. Hä? Ich sehe nichts. Warte mal. Fackel. Wow! Wie bist du denn hier reingekommen? Extra. Warte, wir müssen mal irgendwo in eine Richtung graben. Autsch. Oh Gott, hey. Wir sind unter Wasser. Nein, wir werden hier jämmerlich verrecken. Ja, geh mal irgendwo rauf hier. Ich versuch doch gerade, aber... Nein, wir verrecken hier gerade. Nee, nicht wirklich. Doch, ich schon. Ja, dann bau mal zu irgendwo. Oh, scheiße. Och, bau mal zu, ja. Du Spacken. Ja, super, oder? Nee, wirklich jetzt. Ich hab doch gesagt, bau zu und du machst gar nichts. Kluge Sache, muss sagen. Ja, wollte ich ja grad. Du wolltest es ganz sicher. Mhm. Let's Play Together Minecraft Part 08. Ursprünglich wollten wir eigentlich, habe ich geschrieben, in der Hölle statt in der Höhle. Als so eine kleine Anspielung auf das, was in der Höhle passiert ist, viel Grausames. Aber nicht nur das war grausam. Erzähl mal ein bisschen, Kollex. Wie hat es sich denn angefühlt, endlich mal all seine Wut rauszulassen? Ich rede nicht darüber. Das war so schrecklich. Nein, also das war so. Ich weiß auch nicht, warum ich da ausgerastet bin. Ist ja wahrscheinlich wie bei dir bei TDU. Ich habe das Video im Nachhinein nochmal geguckt und musste so derbe über mich selber lachen. Das habe ich noch nie erlebt. Also, es war ja einfach, ich ging runter, hatte fast keine Luft mehr, habe extra einen Raum gemacht, so für mich, dass ich weiter nach unten graben kann, dass er später kommt. Dann sage ich, Mr. Sasuke, warte bitte. Ich bin gerade eine Fackel am Setzen, wollte anfangen zu graben. Ach nein, ich bin mir schon teleporten. Okay, teleporten. Versuche ich irgendwo was zu graben. Er macht auf, Wasser läuft dran. Ich glaube, wir sterben. Ach nein, wir sterben. Mach den Scheiß zu. Und er so, ich hab nichts, um zuzumachen. Er hatte 2x64er Stack Erde dabei. Er hätte es zumachen können. Und irgendwie ist da bei mir die einfach die Sicherung durchgebrannt. Ich weiß auch nicht, warum. Ist ja so schwer nachvollziehbar, stimmt's? Genau, so schwer. Unser letztes Leben aus und wir bekommen wieder Bananen. Ja, ich bin am Steuer.
Also sag nichts, freu dich nicht zu früh, ich bin am Steuer. Dann lass dich wenigstens nur an der Loch oder am Krokodil killen und nicht am Abgrund. Bitte. ey, komm. Ich konnte gar nicht mehr springen wegen dir. Also, es geht wieder von vorne los. Da ist einer sehr motiviert. Mhm. An mir liegt's nicht. Ich starte nicht am Abgrund, ich starte nur an den Laden. Ja, bitte. Wenn du das mal so ein bisschen später schreiben könntest, dann wär's mir auch recht. Ja, das gute Donkey Kong Country mit Let's Play Nerimo. Oh mein Gott, sage ich da nur. Und es waren die wohl größten Fail Parts in der ganzen Geschichte von meinem Kanal. Und ich wollte dich mal dazu fragen, wie fandest du diese schönen Fails? Also jetzt gedacht auf dieses Let's Play, oder? Ja. Allgemein. Mhm, genau. Also auf dieses Let's Play aus. Ich habe mir das Video angesehen und so bei den Lorenfails musste ich so bei jedem dritten Fail einfach bekam ich von Lachflash. Und dann dachte ich mir, irgendwie eine Stelle muss da einfach mindestens in die höhere Platzierung. Und ja, so kam es auf Platz 2 im Vergleich der anderen Videos. Und ja, das war echt schlimm. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange ich an der Stelle gehockt bin. Wir haben schon so Sachen geplant wie, wir machen das offscreen alles oder so. Also was ich auch noch lustig fand, Galkant Let's Play das ja momentan auch so und ich verfolge eher sein Let's Play als da. Mhm. Weil es schon länger läuft. Und ich schaue so das Video und sag so mit Sasuke, du weißt schon, es gibt eine riesen Abkürzung. Und er so, was? Eine Abkürzung? Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Naja, was soll man machen? Ja. Ja, vielleicht können wir. Vielleicht schaffen wir es doch noch, Dritter zu werden. Erster können wir vergessen, aber. Für Dritter haben wir vielleicht so eine Chance. Hau bloß ab, hau bloß ab. Also wenn jetzt Frame Drops kommen, ja? Wenn die jetzt kommen, dann werde ich aber richtig sauer. Mann! Ey, das Spiel ist wirklich. Das Spiel will mich ernsthaft verarschen. Scheiß drauf, Das Spiel will mich verarschen, aber wirklich! Oh Mann! Oh, ist. Nee, jetzt ohne Witz, das Spiel pausiert genau die Sekunde ab, wenn ich fucking Dritter bin. Ich hasse sowas. Mann! Falsche Richtung. Bitte wenden. Halt die Klappe, GPS. Scheiß Teil. Mann! Seht ihr Leute, genau deswegen habe ich jetzt extra ein Päuschen mit dem Spiel gemacht. Weil das regt schon richtig auf, aber echt. Ach man. Okay, komm, die 15 Minuten sind sowieso vorbei. Was? Ach, was soll's. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Test Drive Unlimited. In dem hoffentlich dieser Scheiß hier endlich funktioniert. Ciao Leute. So, also auf Platz 1 haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt. Wir waren lang dran und haben viele Videos extra nochmal angeguckt, aber irgendwie ist es verdient einfach Platz 1, weil es ist einfach irgendwie der ultimative Ausraster von Mr. Sasuke. Oh Gott. Ja, wir machen jetzt so Frage-Antwort, weil so Platz 1 was Spezielles sein sollte. Also, Frage okay. Von mir an dich ist, wie hast du dich gefühlt, als das Spiel dich so verarscht? Ja, ich habe mich richtig verarscht gefühlt. Und ich hatte, kein Scherz, ich hatte wirklich das Gefühl, ich könnte die CD rausnehmen, in die Verpackung tun und so
fest wie ich kann gegen diese scheiß Wand schmeißen. So in etwa habe ich mich gefühlt. Okay. Ja. Ja. Was gibt's sonst noch? Sag du mal eine Frage an mich. Aha, okay. Wie fandest du es, als du mich gesehen hast, wie ich so ausgerastet bin? Also so, ich kenne ihn ja persönlich und so, und da rastet er manchmal auch ein bisschen aus. Also so, zuerst sah ich so den Ausraster anfangen. Ja, geht so, er rast ein bisschen aus, aber der Höhepunkt finde ich immer noch so. Ausraster vorbei, voll wütend. Und dann hörst du so, dass ihr GPS bitte wenden. Scheiß GPS! Aber so voll in der Wut so, fuck GPS, ey. Das regt mir jetzt so derb auf. Das war einfach der Höhepunkt. Oh ja. Ja, wie fandest du es so lag? Du wurdest gekehrt. Und wie hast du dich nach diesem Ausraster gefühlt? Nach dem Ausraster? Ja. Ganz ehrlich, sogar ein bisschen erleichtert. Weil, währenddem ist mir so ein klein bisschen Wut angeschwollen und ganz ehrlich, das hat sogar ganz gut getan, das einfach mal alles rauszulassen. Und, okay. Es klingt zwar komisch, aber ich war wirklich nachher so ein klein bisschen erleichtert. Und zwar auch ein bisschen sauer, weil ich mir genau vorstellen konnte, wow, wie wird die nächste Folge wohl aussehen? Und, aber größtenteils war ich sogar richtig erleichtert. Okay. Ja. So. Ich weiß dann nichts mehr. Ja. Gut, dann war's das mit der Top 10 der epischsten Momente. Und jetzt gleich seht oder hört ihr noch so unser Resümee fürs ganze Jahr, fürs ganze vergangene Jahr. Jo. Ja, bis gleich.